Test, Test, 1, 2, 3, Test. Ah, wir sind online, okay. Ja, willkommen zurück bei einer neuen Folge Feed the Beast. Ich war so ein bisschen, weiß ich nicht, unentschlossen, was ich denn heute so mache. Ja, da ist mir so eingefallen, unsere Energieversorgung. Ach so, da gibt's auch noch was. Ist ja schon gar nicht schlecht, sage ich mal. Mit diesen Advanced Solar Panels. Ja, naja. Ich habe mir gedacht, guckst du mal rein in die Rezepte so. Hab dann so ein bisschen gestöbert. Hab mir gedacht, das Ultimate Hybrid Solar Panel wäre natürlich eine geile Sache. Kann man aus 8 Hybrid-Solarpanels bauen, die, naja, schon etwas teuer sind. Oder aus einem Advanced-Solarpanel. Ja, dazu braucht man ein bisschen Kohle, 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 den Kohldust und Feuersteine. Davon sollten wir eigentlich genug haben. Wir haben ja unten auch noch die Wizard-Skelett-Farm, die teilweise auch ganz gut Kohle droppen. Also werden wir die Kohle, die Bälle, die Kohlebälle, komisches Wort, in den Kompressor schmeißen, da ein bisschen Obsidian reinhauen und dann haben wir schon mal die drei. Das Solarpanel haben wir, den Lapis Lazuli Block aus 9 Lapis, zusammengehauen in den Kompressor. So. Das einzig Teure an der Geschichte ist dieses Enriched Cerium Alloy. Denkt man sich, naja. Gut, enriched Cerium aus, naja, bisschen refined Uranium, bisschen Glowstone. Das Ganze 8 Mal, davon jeweils 4 mal 8, also 32 Glowstone. Naja, das geht noch. Ja, und das ist halt hier ein bisschen New Metal, wieder ein bisschen Glowstone. Das geht. Das Ganze brauchen wir dann auch 4 Mal und dann kommen wir in die Mitte, wo es dann natürlich richtig kracht. Das ist wieder, ne, der kleine Stern und dann 8 Iridiumplatten. Das Ganze 2 Mal. Ja, das ist schon ein bisschen heftig, finde ich. Was ich aber auch noch mal zeigen wollte ist dieses solches. Wir haben ja das Problem gehabt, dass wir dieses 10 kV-Kabel nicht um die Ecke legen konnten. Also wenn ich das so demonstriere, nö, das geht immer noch nicht. So, dann habe ich natürlich noch ein bisschen weiter geforscht und mir gedacht, hä, das andere kriegen das auch hin. Warum geht das bei uns nicht? So, dann haben wir jetzt ja diesen Doppelblock und wenn ich jetzt so mache, sieh einer an, das geht ja wohl doch. Also können wir jetzt unseren Plan doch noch vervollständigen. Hier ist er. Wenden den, so dass er Kontakt kriegt. Machen hier unser Kabel dran und hier einmal so. Und verlegen das nach unten. Na, das reicht wohl doch nicht ganz, wa? So. Nee, wir brauchen noch ein paar. 2 Stück brauchen wir noch. Das war irgendwie was mit Wolle, glaube ich. Haben wir noch Wolle? Haben wir noch Wolle? 3 Wolle. Zip. 1, 2, 3. So. Naja, das nehmen wir schön wieder mit. Der Vorteil von diesem. Wir brauchen natürlich nur 2. Super. Der Vorteil von diesem System ist einfach, dass wir dadurch deutlich weniger Energieverlust haben, was dann in die Deadbox geht. Müsste eigentlich laden. Wunderbar. So, des Weiteren möchte ich natürlich auch noch irgendwie das Gleiche nochmal gebaut haben, also die Transformatoren, um unsere
Maschinen zu versorgen, dass diese so gesehen ihre eigene Versorgung kriegen und so ein bisschen unabhängiger von den anderen Sachen, dass die anderen Sachen erhalten bleiben und wir halt die Maschinen laufen lassen können, um, naja, so ein bisschen MJ zu produzieren. Ich finde, das ist nicht viel, was da reinkommt, aber naja. Die Zelle ist voll, die können wir eigentlich mal so auf, naja, machen wir die auch auf 40. Ja, hier wird fleißig noch produziert. Die ist voll, weil die. Ich habe hier so ein bisschen was verändert, wie man auch sieht. Ich habe hier die dritte weggenommen. Weil ich da hinten, natürlich, wenn ich das Bienen-Special wieder mache, Energie brauche. So, die ist voll. Die ist voll. Wird die jetzt gerade leerer? Ne, hält sich. Und die wird, weil die nur von unten, von den Steam Boilers gepowert wird, ist sie natürlich Maximum leer. Die läuft auf 80, die läuft sogar auf 100. Also haben wir wieder mit unseren 360er Outputs, die wir vorher hatten, haben wir jetzt hier 180. Ja, man sieht, es flackert teilweise immer nur eins auf. Das ist, naja, so lala. Und hier ist dann das weitere Problem, dass wir hier nur noch 100 Eimer Öl drin haben. Hier aber gut 2000 Benzin, das sollte dann immer noch unten gehen. Ja, hier wird fleißig auf jeden Fall produziert. Mit einer Engine nur, also beziehungsweise doch, 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 mit einer, ne? Ne, wir arbeiten mit zwei Engines und einer Raffinerie. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie demnächst Ölbienen produzieren, die uns so ein bisschen helfen. Ist ganz schön schattig. Naja. Ich möchte des Weiteren jetzt erstmal das Solarpanel irgendwie zustande bekommen. Mal sehen, wie wir das anstellen. Ich mache das mal so. So. Und den Sonic Screwdriver packen wir mal in unsere Aufladestation. So. Ja, wir brauchen erstmal haufenweise Juju Meta, würde ich sagen. Dann nehme ich mir hier so ein paar Stacks raus. Wir haben ja ordentlich, das läuft glaube ich Tag und Nacht sogar auf dem Server. Da hier noch irgendwas frei. Ja, hier. So. Wir brauchen Iridium. Iridium baut man so. Zap. 28 nur, Alter. Naja. So, machen wir mal das so. Erst das mal jetzt. So, Iridium Ores. Dann gehen wir mal hier hinten an unsere Sortiermaschine und. Ah, die ist noch ausgeschaltet, das ist gut. Die ist auch noch ausgeschaltet. Naja. Und sagen, mach mal ein paar Platten. Haben wir hier noch irgendwo ein. Hat mir hier irgendwer wieder was geklaut? Natürlich. Zip. So. Wir brauchen Iridiumplatten. Wie bekommen wir Iridiumplatten? Das ist eine ganz fiese Geschichte. Wir müssen erstmal Iridium Alloy Ingots herstellen und Industrial TNT. So. Dazu brauchen wir Diamanten, wir brauchen Iridium und wir brauchen Advanced Alloy. Ey, da muss ich ja. Junge, 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 da muss ich jetzt aber Ressourcen zusammencraften. Wir brauchen Zinn, wir brauchen Kupfer und wir brauchen Refined Iron. Warum habe ich hier eigentlich meinen Blue Electric Ofen nicht mehr? Das ist ja. Hier gucken wir jetzt erstmal. Der ist wieder in Ordnung, okay. Kupfer und Zinn können wir übrigens direkt hier reinschmeißen. Und das müssen wir vorher schmelzen. So. Zweiunddreißig sollte erstmal klappen. Da hauen wir den Rest auch noch rein. So. Eisenplatten, okay. Eins, zwei, drei, vier.
Diamanten haben wir auch relativ wenig. Nehmen wir uns mal die Hälfte, würde ich sagen, und hauen das mal in den Maserator. Weißt du was, da gehen wir jetzt mal kurz klauen. Zip, vier Stück und nochmal vier Stück. Du bist voll, du kannst vier vertragen. Du kriegst nur zwei. Dann hauen wir hier nochmal zwei drauf. So, da haben wir mal gerade vier Stück rausbekommen. Wie viel brauchen wir? Hau. Hau, hau. Wir brauchen 8. Wir brauchen 16. Okay. Alles kein Thema. Ist noch alles kein Thema, solange wir Juju-Meta haben. Das gute Juju-Meta. So. Das gute Juju-Meta, sage ich. Zap. Diamonds. Zip. 28. Und einen in Reserve. So. Ich habe gesagt, was habe ich gesagt? 16 Stück brauchen wir. Das heißt, 1, 2, so. Das wird dann erstmal unser einziges Solarpanel werden. Das hat einen Output, wenn man das sieht, von, das sieht man gar nicht. Na toll. Also die haben 32, die haben 128 schon und die haben 512. Das heißt, unser was soll ich sagen? Unsere MFEs sind damit total überfordert. Das heißt, wir müssen da oben noch einen Transformator, wahrscheinlich sogar zwei einbauen, der das alles auf 32 runter reduziert. Und demnach dann, naja, so ein bisschen ausgleicht. Wir brauchen. Ach, das kann ich ja auch darüber suchen, ne? Industrial TNT. Das war wie? Es wird übrigens jetzt eine Doppelfolge, weil. Ho, ho, ho. Okay. Okay. Schwarzpulver. Also Kohle haben wir definitiv genug. Da können wir noch ein bisschen was mitmachen. Ich hatte doch hier auch schon Kohle. Das ist Flint. Und das ist Dark Asher. Feuersteine. Zap, zap, zap. Machen wir auch mal drei Stacks. Wo laufe ich eigentlich hin? Das können wir auch hier machen. So. Zip, 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 zip. Zip, zip. Zip und zip. So und so. Okay, das kriegen wir hin. Zap, 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 zap. Und zap. Wir brauchen mehr davon. Kohle, 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 kein Staub mehr. 36. Okay. Das müssen wir auch in den Kompressor schmeißen. Zip. Das allerdings in den Maserator, der wieder voll ist, weil er unsere Diamanten zerstört hat. So, wir brauchen, da muss ich mal gerade gucken. Ihr guckt mal kurz dazu und ich gucke mal kurz in den Juju-Meta-Plan. Kann man sich Schwarzpulver? War da nicht irgendwas? Das hatten wir schon mal das Problem. Gunpowder. Okay, Gunpowder gibt es. Das ist hervorragend. Also noch mehr Juju-Meta. Zip. Gleich geht das Juju-Meta aus. Zap, zap. Zap, zap, zap. Und zap. Machen wir nochmal ein Stack. So.
Dann nehmen wir das kurz raus. Gunpowder. Gunpowder, Gunpowder. Habe ich hier Sand, habe ich hier nicht. Sand habe ich da. Naja, ein bisschen. So. Hier. Zap, 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 zap. Zap, zap. Und zap, zap. Zap, zap. So. Jetzt das Gunpowder auch leer. 30, das reicht nie im Leben. Wir brauchen 3 für ein Industrial. Das war irgendwie so, ne? So und so, 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 so. Und bekommen 4 raus. Zip. 36, 40. 40, reichen 40. Das könnte reichen. Ja, die Bienen müssen mehr Honig produzieren, damit wir auf jeden Fall Honigstollen uns zu Gemüte führen können. So, davon lassen wir jetzt auch nochmal ein paar Platten erstellen. Hier ist auch schon wieder ordentlich voll. Wie gesagt, wenn wer Brot haben möchte, dann gerne herkommen. Der ist auch gleich wieder durch. 40. 40, 40, 40, 40. Wo? Was brauchen wir jetzt noch? Achso. Die Kompressen mit Obsidian. 36, das reicht auch noch nicht. Obsidian haben wir da oben auf jeden Fall liegen. Ein Stack. Haben wir hier noch einen Tisch, der etwas derer ist? Jawohl. So. Obsidian. Zip, 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 zip. 3. 4. Hätten wir nicht gebraucht. Wir brauchen nur 3, ne? Stimmt's? Stimmt. Verdammt. So, den Lapisblock. 9. Müssen wir natürlich dann auch in den Kompressor packen. Der Kompressor hat gerade Ruhe, also können wir das mal eben. So. Haben wir schon ganz schön was geschafft, würde ich jetzt behaupten. So, 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 so. Glowstone. Kein Glowstone mehr? Wo ist mein Glowstone? Glowstone haben wir, habe ich auf jeden Fall noch gut gesammelt. Das muss irgendwie so hauen, hinhauen. So, davon brauchen wir. Lass uns mal durchzählen. 4, 5. Also 10 Stück. Stimmt's? 10. Zweimal 10. Dim, 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 dim. 10. Perfekt. So. Dann brauchen wir noch mehr Glowstone und davon brauchen wir 8, 16. Na, komm. 16. Nehmen wir auch mal ein Stack. Das schmeißen wir in der Mitte und ganz viel Glowstone drumherum. Vierzehn, 15, 16. Passt. Zap, 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 zap. So. Dann müssen wir das hier zweimal im Ring legen. Und davon 2. Richtig? Waren das nur 2? Natürlich nicht. Aber wir haben schon mal 2. So. Moment. Wo ist denn jetzt der Fehler? Davon brauchen wir 8.
Das heißt, wir brauchen 8 mal 8 sind 64. Also wir brauchen ein ganzes Stack davon. Alter. Okay. So. Glowstone hatten wir hier. Das schmeißen wir mal kurz hier mit rein. Ich wollte mehr Glowstone nehmen. Zip und. Das war ja jetzt sinnvoll. So. Zip, zip. Und zip, zip. Jetzt fehlt uns das Uranium. So. Und so und so und so und so und so. Gut, wir haben das Deck. Also, jetzt haben wir natürlich kein Glowstone mehr, ne? Brauchen wir auch gar nicht. Brauchen wir noch Glowstone? Wir brauchen gar nicht Glowstone. Das war irgendwie so verlegt. Und dann kam die da rein. Jetzt müssen wir allerdings aufpassen. Wir brauchen hier noch zwei. Und davon brauchen wir nur acht. Und ich habe schon zwei. Das heißt, ich muss zwei lassen. Brauche hier acht. Das passt. Da können wir auf jeden Fall noch mehr davon erstellen. So. Das packen wir am besten schon mal hier mit rein, obwohl das müssen wir irgendwie. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach ja, dafür brauchen wir jetzt die Platten. So. Diese Platten. Auch wenn wir davon viel zu viel erstellen, das ist mir sowas von egal. Weil wir werden dieses Zeug eh irgendwann wieder brauchen. Habe ich schon wieder Kupfer statt Bronze gemacht? Ja. Natürlich. Schade, dass wir hier keinen. Ah, schade, schade. Es muss natürlich Bronze sein, ne? Also. Bronze, Zinn. Das muss jetzt auch mal kurz Platz machen. Bronze und Zinn. Ach Quatsch, Kupfer und Zinn ergibt 20. Wir brauchen ein bisschen mehr. Oh, wir haben echt kein Kupfer mehr. Das ist ja schon. Wie sieht es jetzt aus? 46, gut. Dann müssen wir davon halt nochmal Platten erstellen. Und wieder vollkommen umsonst diese Kupferplatten erstellt. So, Na, da sind sie doch. Mensch. Gut. Haben wir da oben noch Zinnplatten gehabt? Eine Zinnplatte. Dann können wir hier noch einen zweiten hinschmeißen, dann passt das nämlich auch. So. Die Empty Cells habe ich doch hier extra eine Barrel für. Ich habe hier übrigens. Was? Was erzählen? Was ist das für ein Kack? Also was, dann machen wir die jetzt mal kurz da auf. Und das Schild müsste eigentlich in unsere. Als Bienenlabor. Wir haben hier Glasviewer, noch 104 Stück. Wir haben hier auch noch Bienenwachs. Junge, Junge, was will ich so alles noch haben? So. Genau, dafür brauchen wir das. Und wofür brauchen wir. Was übersehe ich denn hier, dass wir Diamanten brauchen? Ach, dafür. Okay. Reicht das überhaupt? Wir brauchen eh ein ganzes Deck, okay. Zip. Hier haben wir übrigens noch Iridium. Zip, zip, zip. So. Wie sieht's denn hier aus? Ist hier irgendwie was passiert? So.
Davon brauchen wir auf jeden Fall noch was. Ist ja gleich fertig. So, und letzte, komm, zapp. So. Und rein damit. So, das Ganze wieder in den Kompressor. Zip. Ja, das brauchen wir natürlich, um das Iridium zu Platten umzukräften mit dem Industrial TNT, wofür wir den Industrial, was auch immer da unten stehen haben, oh, den Industrial Kompressor, TNT-Kompressor, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da unten so einen schicken Kompressor, wofür wir auch die lass mich kurz überlegen. Ich komme gleich drauf, ja. Womit wir unsere Quantumrüstung gemacht haben. Das war wieder mal falsch. Das gehört wahrscheinlich so rum. Auch nicht. What the fuck? Nein. So. So. Advanced Alloy. Iridium. In einer Rolling Machine. Vorsicht. Vors Gesicht, Leute. Zip, 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 zip. So. Rolling Machine. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich meine Rolling Machine hingeschmissen habe. Rolling Machine. Walzmaschine, war es die Walzmaschine? Ja, na klar. Ich weiß gar nicht, kann die Walzmaschine MJ ab? Ja, aber sie verbindet sich. Naja. So, das Ganze bauen wir dann jetzt nochmal auf. Also das hier in die Ecken und das hier so. Und Diamantendust. Zip, 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 zip. Zip und davon ein bisschen und hier ein bisschen und davon ein bisschen. So. Wie, du schmeißt das da raus, ey. Nee. Da. Perfekt. Perfekter Zeitpunkt. So, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. So. 19, das passt doch nicht ganz. 1, 2, 16. Haben wir davon ehrlich ein zu viel? So, 13, 13, 11, 11. Naja, was soll's. Davon brauchen wir auf jeden Fall einige. Weil wir bekommen ja immer nur eine Platte raus. Das ist ziemlich fies, dass wir mit so viel Iridium nur eine einzige Platte machen können. Und wir brauchen 16. Das heißt, wir brauchen auch 16 hiervon. Das geht auf. Ja. 5, das sind genau 16. Ja. So, die 12 kann ich ja schon mal vorbereiten. RIP. Ist schön, wenn hier keine Lavaleitung mehr ist. Durch den Liquid Tesseract. So, das ist der Implosion Compressor. So schimpft sich das Ding. Und dieser arbeitet aktuell nicht mehr, weil er keine Lust mehr hat, oder wie ist das? Warum arbeitest du nicht mehr? Okay. Es ist auch sinnfrei, oder? Ja, wie man sieht, wir brauchen mehr TNT. Hätte nicht gedacht, dass das die Yulyu Meta
Ressourcen so belasten würde. So, so. Hier haben wir nochmal 4, aber das reicht nicht. 5 als X. Nehmen wir das mal raus. Und 4. Zip. Hier mal ein bisschen Schwarzpulver. Hier mal ein bisschen Schwarzpulver. Und das war's dann auch. Dann müssen wir das nochmal so machen. Und zip, 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 zip. Nochmal 40. Na, ob das reicht. Wir werden auf jeden Fall gleich hinterkommen. Wie sieht es hier aus in der Walzmaschine? 3. Click to craft. So. Ich finde das super, dass der Implosion Compressor so schnell ist. Da kann sich unsere Industrial Blast Furnace mal echt einen abschneiden. So, jetzt haben wir 10 Platten. Hervorragend. Und brauchen noch mehr TNT. So, dann werden wir mal die letzten beiden Sticks dafür einsetzen. Zip, 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 zip. Und zip. Und zip. Und zip. Nein. Das wird über Nacht auf jeden Fall wieder mehr. Jojometer werden. Da sehe ich keine Probleme, was das UU angeht. So. Zumal wir uns dann auch mal Füßchen bauen können. Würde ich behaupten. Da können wir immerhin höher springen. Höher und weiter. Irgendwie sowas. Zip. Ja, ein ganzes Deck plus 4. Ich würde sagen, das sollte reichen. Zip und zip. Das sollte dann auch für die restlichen reichen. Das können wir mal rausnehmen. So, 16 Platten. Jetzt keinen falschen Fehler machen. Dark Escher, Dark Escher. So. Craften wir es mal alles schön zusammen. Das wird doch kein Double Feature, das kriegen wir jetzt noch hin. Zumindest es zu bauen. Szenarium mit Iridiumplatten. Und wo ist... Hier ist es. So. Szenarium, Iridiumplatten. Zip, zip. Das war's, glaube ich, ne? Ne, ich muss sie noch mit den grünen kombinieren. 1, 2, 3, 4, zip. Zip, zip. Eine rechts, eine links. Oder eine links, eine rechts. Jetzt brauchen wir unser Advanced Solar Panel, was wir mit dem Electric Ranch uns abholen werden. Nehmen wir von hinten eins, würde ich sagen. Zip. So. Zip. So, Ladies und Gentlemen, da ist es. War doch jetzt gar nicht so schwer, oder? Sehr ressourcenfressend auf jeden Fall, muss ich sagen. Wie gesagt, mehrere Stacks UU-Meta sind draufgegangen. Ihr könnt sie auch schon mal oben hinstellen, nur nicht anschließen. Das werden wir irgendwo. Ich würde sagen, hier hinbauen. Und wie man sieht, generiert es
46. Das hier bei Nacht. Also 46. Das heißt, diese ganzen Dinger sind totaler Käse. Ich glaube, am Tage das Doppelte, wenn mich nicht alles täuscht. Tja. Und ist schon fast voll. Hat einen Speicher von 1 Million EU. Ja, und die produzieren halt nur einen und. Gut, ich würde sagen, das war's dann für heute. Morgen craften wir auf jeden Fall die Transformatoren, die wir dazu brauchen, um von 512 auf 32 EU runter zu kommen, damit wir hier an dieses Netz rangehen können. Ja. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Gerne Kommentare hinterlassen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. In dem Sinne, ciao, ciao.